Das Bürgerbegehren Grünflächen erhalten setzt sich durch. Nach der überraschenden Zustimmung von CSU und den Grünen hat der Stadtrat mit einer Mehrheit den Forderungen zugestimmt. Hauptsächlich geht es bei dem Bürgerbegehren darum, freie städtische Grünflächen nicht zu bebauen. Oberbürgermeister Dieter Reiter kritisiert diese Forderung. Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und in der Türkei könnten in nächster Zeit mehr Flüchtlinge nach München kommen. Die Folge könnte ein Platzproblem sein. Natürlich können wir auch nicht mehr so einfach Unterkünfte bauen oder Container irgendwo aufstellen. Übrigens auch nicht für Schulen. Wenn wir Schulen sanieren, müssen die Schüler ja erstmal woanders untergebracht werden. Auch das geht nicht mehr so einfach, wenn wir einfach keine Grünfläche apodiktisch mehr bebauen dürfen. Das will ich nur immer wieder deutlich sagen. Es ist also nichts, was so einfach en passant funktionieren wird. Die Herausforderungen sind groß. Ich weiß und gehe davon aus, dass auch aus der Ukraine noch viele Menschen fliehen werden müssen, wenn der Krieg noch länger dauert. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens aber sind sich sicher. In Bezug auf die Erdbeben in Türkei und Syrien spielen die Grünflächen keine Rolle. Ich denke, die Grünflächen brauchen wir aktuell für die Krise nicht in dem Sinne, dass man dort Menschen unterbringen möchte. Wenn man eine Grünfläche bebaut, einen Bebauungsplan erlässt, dann dauert es in der Regel in der Stadt 7 Jahre. Also jetzt Grünflächen zu bebauen, würde uns in der Krise gar nicht weiterhelfen. Da müssen wir andere Konzepte anwenden. Bis diese Entscheidung ansteht, muss zunächst die Regierung von Oberbayern entscheiden, ob das Bürgerbegehren durchgegangen ist oder nicht. Das Problem: Die Grünen und die CSU haben den Forderungen des Bürgerbegehrens erst zugestimmt, dann aber Änderungsanträge eingebracht. Wir haben jetzt bei der Regierung nochmal nachgefragt, ob es denn sein kann, dass das Grünflächenbegehren jetzt erstmal außer Vollzug gesetzt ist, im nächsten Stadtrat nochmal reinkommt. Wir waren nämlich der Meinung, mit den Änderungsanträgen von Schwarz-Grün, aber auch von ÖDP Münchenliste ist das Bürgerbegehren übernommen. Die Einschränkungen danach sind nicht zulässig, das ist vollkommen klar. Sollte sich die Regierung von Oberbayern dagegen entscheiden, wird die ÖDP in der nächsten Stadtratssitzung einen Termin für den Bürgerentscheid festlegen.